2, 3, 4, Bewegung, Beifang, 5, gut so, zulaufen. Hans Meyer, kein neues Trainergesicht, aber einer, der einer Mannschaft ein neues Gesicht gegeben hat, dem FC Rot-Weiß Erfurt. Die Früchte seiner Arbeit in der Blumenstadt konnte Hans Meyer nicht so früh ernten, erst gegen Ende der Spielsaison. Und dies sollte man im Auge behalten, wenn man die Arbeit all jener Trainer beurteilt, die erst seit einiger Zeit in einem neuen Umfeld wirken. Der 35-jährige Harald Fischer trat bei Wismut Aue sein Amt mit der Empfehlung an, in 10 Jahren bei Dynamo Dresden in der Jugendarbeit Ausgezeichnetes geleistet zu haben. Beispielsweise erreichte er mit Stübner und Kirsten Spartakiadegold und DDR-Meistertitel. Der 49-jährige Heinz Werner formte Stahl Brandenburg zu einem der besten Oberliga-Neulinge und soll nun beim FC Karl-Marx-Stadt, einem der Dauerschuldner des DDR-Fußballs, frischen Wind hineintragen. Der 34-jährige Joachim Streich steht mit seinem ersten FC Magdeburg vor einem schwierigen Prozess der Umprofilierung. Denn der Trainerstreich muss ohne den Torjägerstreich auskommen. Zudem beendeten Pomerenke und Mewes ihre Laufbahn. Der Fußballverband hofft, dass Achim Streich den Umstieg ähnlich erfolgreich meistert wie seine einstigen Auswahlkollegen Lothar Korpiowait in Jena oder Jürgen Kreu in Zwickau. Der 41-jährige Klaus Kreul übernahm beim FC Hansa das Ruder und steht ähnlich wie Heinz Werner in Karl-Marx-Stadt vor der Aufgabe, aus ewigen Talenten eine Mannschaft mit Biss und Format zu formen. Der 43-jährige Peter Kohl bleibt im Stahlrevier und wechselte von Riesa nach Brandenburg. Der ehemalige Dresdner Siegfried Gumpz trifft in Riesa viele Spieler an, die er schon als Trainer bei Dynamo Dresden betreute. Und schließlich der 40-jährige Hans-Ulrich Thomale hat in 4-jähriger Tätigkeit bei Wismut Aue vermutlich das Optimum herausgeholt. In Leipzig steht er jetzt vor einer neuen, reizvollen Herausforderung. Damit wir uns recht verstehen, diese Trainerwechsel werden uns nicht über Nacht in die europäische Spitze bringen. Aber vielleicht doch einen entscheidenden Schritt voran. Die neue Verbandsleitung geht davon aus, dass die besten Trainer zu den besten Gemeinschaften gehören. Das ist in der ganzen Welt so üblich, warum auch nicht bei uns?